Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Börse Live. US-Notenbankchef Ben Bernanke will weiter an der ultralockeren Geldpolitik festhalten. Er sagte, ein voreiliges Ende oder eine Straffung birgt das Risiko, die wirtschaftliche Erholung abzuwürgen. Ja, trotz der jüngsten Verbesserung sei die Lage am Arbeitsmarkt insgesamt weiter kritisch. Die Geldpolitik bleibe so lange wie nötig expansiv, versprach Bernanke. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie der DAX reagiert hat. Mick Knauf in Frankfurt. Wie groß war denn der Freudensprung? Ja, der war schon recht ordentlich, muss man sagen. Wir haben dann ohne Hürden die 8.500er Marke überwunden. Wenn ich jetzt drauf schaue, wir lagen im Hoch bei 8.557, also neues Rekordhoch für den Leitindex für den DAX. Und jetzt schließen wir bei 8.530. Also das sind immerhin noch 61 Punkte im Plus. Da kann man schon durchaus sagen, das, was da Ben Bernanke gesagt hat, dass er die expansive Geldpolitik beibehält, da geht es ihm natürlich vor allen Dingen in erster Linie auch um den viel zu schwachen Arbeitsmarkt. Das hat er auch nochmal deutlich gemacht. Da liegt das Niveau noch immer bei 7,5-7,6% Arbeitslosenquote. Wenn es nicht unter 6,5% liegt, so lange will er diesen Kurs weiter fortsetzen. Und ja, gerade ja schon gehört, das Thema Konjunktur und Wirtschaft will er natürlich auf gar keinen Fall frühzeitig abwürgen. Also bleibt er bei seiner Politik. Und ich glaube auch, dass das heute Abend das FED-Sitzungsprotokoll um 20 Uhr, was wir bekommen haben, dementsprechend nochmal untermauern und bestätigen dürfte. Wir haben heute natürlich auf dieses Thema gesehen, schauen uns aber auch mal die Unternehmensmeldung an, auch wenn ja die eher nachrangig heute behandelt wurden. Die Autobauer mussten abgeben. Warum? Naja, ich denke, wir haben Freitag und Montag, auch am Pfingstmontag bei den Autobauern ordentlich steigende Kurse gesehen. Am Freitag hatten wir die Pkw-Neuzulassungen für Europa und die waren besser, als die Experten angenommen haben. Daraufhin sind einig BMW, VW, Daimler und auch Conti als Automobilzulieferer Freitag und Montag relativ gut gelaufen, muss man sagen, Dienstag noch mit. Heute sehen wir ganz einfach mal Veränderungen, das heißt später dann bei den Verlierern Abgaben. Ansonsten sehen wir unter den Tops die Merck, die Fresenius, die Thyssen, die Commerzbank, Deutsche Post, allerdings weitestgehend nach los. Hier sehen wir die BMW und die Daimler in der Verlustzone SAP. Ja, da waren es die Analysten, die hier das Kursziel gesenkt haben und für ein bisschen Druck sorgen. Aber ich denke, roundabout kann der deutsche Aktienmarkt momentan mehr als nur zufrieden sein. Fraglich natürlich nur dann, wann kommt die große Konsolidierung? Wann werden wir dementsprechend mal wieder ein paar Punkte abgeben? Ja, wir sind auf jeden Fall vorsichtig. Dankeschön, Mick, für die Einschätzung nach Frankfurt. Gerne. Dann wir schauen jetzt nochmal auf den Handelstag heute und ich begrüße Andreas Lipko von Kliegel und Hafner. Herr Lipko, natürlich das Thema heute, die Rede von Ben Bernanke. Es wird ja weiterhin festgehalten an der lockeren Geldpolitik. War das das, womit Sie auch gerechnet hatten im Vorfeld? Na gut, im Vorfeld hatte man ja schon sehr stark diskutiert, dass eventuell eine Straffung der Geldpolitik stattfindet, dass man hier also die monatlichen Käufe etwas zurückfahren wird. Von daher waren denn doch die Wendungen, die man heute in der Rede von Herrn Bernanke wahrnehmen konnte, doch leicht überraschend. Das hat man ja auch an den Kursverläufen gesehen. Hier war ja die Rede davon, dass man doch vorsichtiger ist bei der Zurücknahme dieser doch eher generösen Geldpolitik, dass man hier aufpassen muss, um nicht eben das leichte oder kleine Pflänzchen der Konjunkturerholung zu zertrampeln und zu zertreten. Von daher ist man doch hier überrascht gewesen, eben, dass man eben doch weiterhin eine lockere Geldpolitik fahren wird. Man hat aber auf der anderen Seite eben darauf hingewiesen, dass man eben vorhat, trotzdem in den kommenden Quartalen dann diese Geldpolitik wieder doch restriktiver zu fahren und dass man hier also eine Rückführung der Kaufprogramme vornehmen wird. Alles in allem haben die Marktteilnehmer dieses, ja, wie immer nebulöse Ausdruck, die nebulöse Ausdrucksweise positiv aufgenommen und jetzt wartet man gespannt eben auf 20 Uhr auf die Fed Minutes, um zu sehen, wie eben das Abstimmungsverhalten in der letzten Sitzung war und eben hier wirklich auch aussagekräftige Ergebnisse dann zu bekommen. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Freude war doch ziemlich groß, beispielsweise beim DAX, hier sind wir über die 8.500 Punkte gesprungen. Es gibt ja viele Experten, die schon seit einigen Tagen oder auch Wochen davor waren, dass wir jetzt doch die Korrektur sehen werden. Was denken Sie, wie geht's weiter? Ja, ich zähle mich da sicherlich auch noch mit dazu. Ich denke schon, dass was wir momentan im DAX und überhaupt über den großen internationalen Indizes sehen, das schon relativ als Wahnsinn betrachtet werden kann. Wenn man sich mal die Kursrallye allein im DAX ansieht, in den letzten Wochen haben wir fast 1.000 Punkte hingelegt oder beziehungsweise 900 Punkte, das ist schon eine ordentliche Ansage. Jetzt waren wir heute im Verlauf so bei 8.550 Punkten. Das ist natürlich dann auch sicherlich fraglich, ob hier wirklich die konjunkturellen und fundamentalen Daten das untermauern. Wir werden hier momentan ja eigentlich wirklich nur getrieben durch die Notenbankpolitik international. Die Anleger wissen halt nicht, wohin mit dem Geld und investieren dann eben in Aktien. Das sieht man auch sehr gut heute an den Gewinnern. Es sind reinweg fast nur defensive Werte, die heute gekauft worden sind. Das ist schon relativ merkwürdig, wenn man sich halt in so einem Markt ansieht, der ja doch relativ offensiv momentan getrieben
geblieben ist. Das zeigt dann eben, dass man hier jetzt auf Nachzügler setzt, dass man hier eben wirklich sich Branchen raussucht und auf Unternehmen setzt, die eigentlich ja doch eher einen defensiven Charakter haben und die augenblicklich billig erscheinen oder günstig noch erscheinen im Verhältnis zum Gesamtmarkt, und da steigt man eben ein. Ich würde trotzdem sehr, sehr vorsichtig weiterhin sein, weil ich schon denke, dass es auch gesund ist, dass man hier mal eine Korrektur sehen sollte. Welche sind das zum Beispiel, Herr Lipko? Welche Unternehmen? Ja. Die Unternehmen, die momentan heute auf der Agenda standen, waren natürlich Merck, Fresenius. Das sind klassische defensive Papiere, und ich denke, dass man hier auf jeden Fall bei den Banken auch sieht, eben die Commerzbank ja teilweise in den letzten Tagen wieder gesucht gewesen, obwohl ja hier die Kapitalerhöhung im Gange ist. Da sieht man eben doch, dass eben hier der Anlagenotstand eben vorherrscht. Ich denke, dass man hier zum Beispiel auch bei einer Metro, die ja lange Zeit verschmäht war, zwar nicht direkt im DAX jetzt mehr vertreten ist, aber hier auch sehr gut sieht, dass allein ein Upgrade heute von Morgan dazu führt, dass so eine Aktie 9% zulegt. Und da sieht man schon, in was für einer Marktphase wir uns momentan befinden. Herr Lipko, schauen wir mal auf SolarWorld. Da beraten die Gläubiger heute über einen Rettungsplan, über Rettungslösungen. Haben Sie selbst noch Hoffnung bei SolarWorld oder ist da schon Hopfen und Malz verloren? Na gut, SolarWorld ist natürlich momentan in einer Restrukturierungsphase, beziehungsweise versucht man jetzt hier die Basis dafür zu legen, dass man eben restrukturieren kann. Man hat ja hier eine Anleihegläubigerversammlung gehabt, die aber jetzt dann zumindest erstmal verschoben oder vertagt worden ist. Man muss ja hier wirklich bei jedem einzelnen bei den einzelnen Anleihen der Gesellschaft eben die Erlaubnis bzw. die Mehrheit von den Anleihegläubigern einholen, um eben hier die Restrukturierung bzw. den Schnitt vornehmen zu können. Und das hatte man heute zumindest von der einen Anleihe nicht bekommen. Bei den Schuldscheinen sah es ja bereits in den Vorwochen schon anders aus. Man muss halt so sehen, dass das Unternehmen hier doch relativ hart vorgehen wird und dass hier die Aktionäre und eben auch die Anleihebesitzer relativ stark bluten müssen. Das Unternehmen hat eben doch so ein bisschen den Zug verpasst und jetzt versucht man eben hier das Ruder rumzureißen. Ich denke, dass auf jeden Fall momentan eher eine 50-50-Situation bei SolarWorld vorhanden ist. Man muss halt sehen, das Geschäftsumfeld bzw. die operative Tätigkeit sieht ja derzeit auch nicht allzu gut aus, auch wenn man hier die chinesischen Strafzölle für Europa oder für den europäischen Markt eben in Betracht ziehen kann, ist es noch ein langer und harter Weg und man sollte sich auf jeden Fall hier nicht auf schnelle Erfolge einstellen. Herr Lipko, schauen wir mal ganz grob auf die Konjunkturen, sowohl in Deutschland, in Japan als auch in den USA. Wie würden Sie die momentan einschätzen? Vielleicht kann man das auch irgendwie an Beispielen von einzelnen Unternehmen machen. Ja, genau. Also interessant ist hier auf jeden Fall, die Konjunktur in den drei Ländern ist natürlich momentan so ein bisschen an einem Scheideweg gelangt, beziehungsweise ist er hier stark beeinflusst eben von den Notenbankgeldern, von den Konjunkturprogrammen, die eben von den Staaten lanciert worden sind. Wenn man sich halt in Japan halt ansieht, ist ja ganz klar, hier sieht man allein, dass der Index sich ja quasi verdoppelt hat seit November, seitdem eben dort die Notenbankpolitik umgeschwenkt worden ist. Das kann man sehr gut im Konsumbereich sehen. Wenn wir uns hier eine Sony ansehen, das Unternehmen hat in den letzten Jahren ganz, ganz stark darunter gelitten, dass eben die Produkte nicht wettbewerbsfähig waren, eben auch durch den starken oder stark angestiegenen, hochbewerteten Yen. Das hat sich jetzt vollends umgekehrt. Man sieht also hier, dass eben die exportlastigen Unternehmen, wie zum Beispiel eine Sony aus dem Konsumbereich oder Konsumentenbereich davon profitieren können. Und das pflanzt sich dann eben zufolge fort, wenn man nach Europa, nach Deutschland guckt, eben eine Metro lange Zeit so ein bisschen der Underdog gewesen. Die haben eben Investoren nicht gerade viel Hoffnung im Unternehmen gehabt. Hier gab es viele, viele Probleme. Jetzt sieht man eben hier doch die Möglichkeit, dass eben die Konsumenten in Europa eben von der lockeren Geldpolitik eben auch beeinflusst werden können. Und man hofft oder setzt derzeit darauf, dass davon natürlich eine Metro dann auch profitieren kann. Das geht auch bei anderen Unternehmen. Guckt man an den Niederlanden, in Unilever oder eine Carrefour in Frankreich. Ähnliche Kursverläufe, noch exorbitanter sieht man es in den USA. Hier kann man exemplarisch eine Walmart sehen. Wenn man sich hier den Kursverlauf ansieht, ist eben auch sehr, sehr viel schon vorweggenommen worden. Das Kuriose dabei ist eben in Amerika, wenn man generell in den Konsumentenbereich reinguckt, dann sieht man eigentlich schon ganz gut, dass eben von den 30 Unternehmen, die in den letzten Wochen ihre Zahlen vorgelegt haben, war eben doch eher die Ergebnisse, die eben gezeigt worden sind, mittelmäßig bis leicht unterdurchschnittlich. Also zeigt eigentlich, dass der Markt sich hier doch sehr, sehr stark von der konjunkturellen Situation verabschiedet hat, dass eben der Aktienmarkt hier sehr, sehr weit vorausgelaufen ist, dass eben Joe Sixpack, also der durchschnittliche Amerikaner, nicht bereit ist, wieder so zu konsumieren, wie er es in den Jahren zuvor gemacht hat. Und das könnte eventuell nochmal problematisch für die Konjunktur in Amerika und natürlich dann auch für Europa und Japan sein. Andreas Lipko von Kliegel und Hafner, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, ich bedanke mich auch und schönen Abend noch. Ihnen auch, Dankeschön. Ja, morgen findet die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Bank statt. Die Nachfolger von Josef Ackermann, die hatten in den letzten Monaten mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Wir werfen vor der Hauptversammlung mal einen Blick auf die Deutsche Bank.
Die Nach-Ackermann-Ära bei der Deutschen Bank dauert nun schon rund ein Jahr. Und das hatte es in sich. LIBOR-Manipulationsvorwürfe, eine Großrazzia, Gerichtsprozesse, eine Kapitalerhöhung und eine außerordentliche Hauptversammlung, um nur einige der Ereignisse zu nennen. Die neue Führungsspitze um Anshu Jain und Jürgen Fitschen blickt also auf turbulente Monate zurück. Doch nicht nur sie, auch die Aktionäre der Deutschen Bank, und die werden am Donnerstag bei der Hauptversammlung des deutschen Branchenprimus Bilanz ziehen zum Jahr 1 des Führungsduos. Die Doppelspitze hat allerdings schon eine außerordentliche Hauptversammlung im April über die Bühne gebracht. Dabei mussten aber vor allem angefochtene Beschlüsse der letztjährigen Hauptversammlung zur Sicherheit nochmal bestätigt werden. Am Donnerstag geht es nun um die Arbeit des Führungsduos, das in den vergangenen Monaten einen Kulturwandel angekündigt hat. Damit hat man sich einiges vorgenommen. An der 3 Milliarden Kapitalerhöhung wird wohl niemand etwas zu meckern haben, denn die ging innerhalb weniger Tage über die Bühne und löste das Problem der schwachen Kapitalausstattung. Ob es ansonsten Ärger gibt, wird sich am Donnerstag zeigen. Für Zündstoff dürfte gesorgt sein. Im Fokus der Diskussionen stehen diesmal unter anderem die Neubesetzungen im Aufsichtsrat. An Themen sollte es also nicht mangeln. Und wir schauen nochmal Richtung USA mit der neuen Version der Spielekonsole. Mit der neuen Xbox will Microsoft Fernsehen, Internet und Videospiele in einem einzigen Gerät bündeln. Die Xbox One stehe für eine neue Generation im Wohnzimmer, hieß es bei der Vorstellung am Dienstag. Auch Videotelefonate über den Online-Dienst Skype sind dann möglich. Die neue Xbox soll gegen Ende des Jahres erhältlich sein. Einen Preis nannte Microsoft bislang aber noch nicht. Und wir schauen uns noch mal den DAX an. Der hat ja heute die Marke von 8.500 Punkten mitgenommen, nachdem sich Ben Bernanke in den USA zum Anleihenkaufprogramm geäußert hat und gesagt hat, dass man erstmal an diesem Programm festhalten wird. Es ging heute rauf auf 8.558 Punkte, hier also ein deutlicher Sprung nach oben. Und wir gehen noch immer mit einem deutlichen Plus aus dem Handel, 0,7%. Das sind fast 60 Pünktchen, die der DAX jetzt noch zum Handelsende zulegen kann. Und das war schon wieder für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.